Hier nur so was Dickes hin. Sieht doch so gut gar nicht aus, oder? Der könnte noch ein bisschen versetzt werden. Ein bisschen weiter nach hinten. Damit er nicht hier in den Gehweg geplant. Aber dann haben die hier schon mal so ein bisschen Sichtschutz. Ist jetzt nicht das mega geilste, aber muss ja auch nicht sein. Ne, dass das, wer weiß wie, schlimm aussieht. So, wir haben eine Werkstatt. Das heißt, wir können... Verkäufer, 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 Verkäufer. Wir haben nur noch Verkäuferprobleme, das ist gut. Dann gucken wir mal im Personal. Techniker. Wir haben Techniker im Eingangsbereich. Einen, der hier unten arbeitet. Secondary Area, Food Court Site. Food Court Lake. Habe ich da wieder einen Arbeitsbereich übersehen? Das ist jetzt Food Court Lake. Alles klar. Und dann haben wir noch Food Court Site. Achso, die sind immer hier im Zentralbereich. Dann nimm die doch einfach mit auf hier. So, und dann ist es nämlich völlig egal, wo wir den Techniker hinpacken. Sinnvollerweise... Komm, stell mal einen Techniker noch ein. Ich will da jetzt nicht so tief rumfummeln. Wen haben wir denn jetzt eingestellt? Techniker, ohne Arbeitsbereich. Du kriegst auch hier... Food Court Zeit. Und Chris vorne ein F hin, weil du auch für Forschung da bist. Nee, weißt du was? Wir machen folgendes. Du gehst in den Eingangsbereich. Und du, weil du viel besser ausgebildet bist, gehst hier auf Site. Und du wirst meine Forschungsarbeit unterstützen, weil dann sollst du doch die Sachen erforschen. So, machen wir das doch so. Und jetzt gehen wir in die Technikforschung. Hier kann man nämlich so einiges erforschen. Und dann habe ich hier irgendwo F. Und du erforscht bitte Barrieren. Ist, glaube ich, sinnvoller. No? Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, keinen erreichbaren Mitarbeiterraum mit genug Platz gefunden. Ja, ja, der Mitarbeiterraum ist, da gebe ich dir allerdings auch wirklich recht, ein bisschen, müssten wir noch einen hinbauen, ne? Was ist denn, wenn wir hier diese Bäume mal wegnehmen? Und, hier noch einen hinsetzen. Wird doch noch Platz sein, oder? So, einen schönen Mitarbeiterraum in groß. So, und jetzt verändern wir mal wieder die Ansicht. So, und dann bauen wir einfach mal hier wieder so eine Strohhütte. Das ist ja schnell gemacht. Da muss man ja keinen Affentanz drum machen. Wobei, die können wir jetzt mal auch Terrakotta bauen, oder? Lehmwand 4 Meter, Lehmwand Basis. Was ist der Unterschied zwischen Basis und...
Eben gucken. Also keine Ahnung, was da der Unterschied sein soll. Man steckt nicht drin, ne? So, hier hinten sind noch Fenster. Da wollen wir natürlich auch nicht uns lumpen lassen. Und das dahin. Und dann brauchen wir mal eine Terrakotta-Wand. Wir können hier leider nicht mit Halbkreisen arbeiten. Da kommen wir hier dem anderen ins Gehege. Sonst würde ich natürlich sagen, wir machen hier zum Beispiel sowas hin. Ne? Ja, wobei, es könnte. Mal eben von oben gucken. Das könnte passen, ne? Können wir machen. So, dann machen wir einfach mehr Sein als Schein oder sowas, ne? So, das können wir hier theoretisch auch machen. So, dann sieht das Gebäude einfach viel größer aus, ist es aber gar nicht, ne? Ist sozusagen der Trick dabei. Und was machen wir an Dächern? Dach, 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 Dach. Das sind irgendwelche Holzflachdächer. Flachdächer, da. Wäre das korrekt? Ja, ne? Sieht natürlich total scheiße aus, ist aber letztlich ja nur für Mitarbeiter. Und die interessiert das derart nicht. So. Dachdekor. Wanddekor. Kann man bestimmt noch was schön machen, oder? Ein bisschen groß, hässlich. So, jetzt ist mal die Frage, ist das schon gut an der Wand? Nee, ne? So, da müsste es aber noch ein bisschen gedreht werden. Ich glaube, blau ist es diesmal. So. Na, ihr seht, von der Drehung her ist es auch noch nicht perfekt. Kann man so lassen. Was ist das denn hier? Klimaanlage, klar, die braucht man. Wir sind ja hier in Afrika, ne? Nee, Spiel, du musst nicht direkt reagieren. Ich weiß ja schon, was du tust oder nicht. Mach dir da bitte überhaupt keinen Stress. Alles gut. So, hier noch eine Klimaanlage hin. Weil das ist natürlich für Mitarbeiterzufriedenheit durchaus interessant. Jetzt habe ich wieder nicht auf der Seite geguckt. Ob die auch richtig gut dran war. Hier müsste sie hin.
Bisschen tiefer vielleicht. Alles klar. Ziemlich gut getroffen. Und dann nehmen wir die einfach neu auf. Oder auch nicht. Weil hinten muss ja auch noch eine dran. Oh, wir haben auf dem Weg gebaut. Das ist aber ungünstig. Das wollen wir natürlich nicht. Entschuldigung. Das machen wir aber schön. Dafür haben wir ja auch den Terrakotta-Bogen. So, das geht ja rucki zucki hier. Zack. Klimaanlage wollte ich machen. Vantikor. Hier auf die Wand, ne? So, drehen. Ne, blau, ne? Blau wird es sein, ja. So. Einmal einen Schritt nach oben. Einmal einen Schritt nach hinten. Einmal einen Schritt nach unten. Unten. Mensch. So wäre richtig rum, oder? So. Da müssen wir mal eben gucken, ob die Klimaanlagen eventuell falsch rum sind. Nö. Nö. Perfekt. Ja, auf solche Details kann man achten. Jetzt haben wir hier einen neuen Mitarbeiterbereich. Santa Stuart. Wir sind noch nicht einen Meter weitergekommen, ne? Aber auf der anderen Seite, wir kümmern uns erstmal um die Probleme. Das ist das Entscheidende. Jetzt suchen wir erstmal Santa Stuart. Fort Court Lake. Und Fort Court Lake ist das ja mit drin. Und dann müssten jetzt, wenn wir laufen lassen, die Probleme auch weg sein. Es sind 5 Probleme geworden, 4 Probleme. Ja, Moment, das ja logisch, klar, das liegt, Sekunde, naturgemäß daran, dass man vielleicht die Arbeitsbereiche Fort Court Lake noch mit dem Ding verbinden sollte. Ne? Macht ja vielleicht Sinn. Und auch Fort Court Zeit bekommt das Ding mit. So. Und wenn ich das Spiel halbwegs verstanden habe, dann müsste jetzt die Fehlermeldung eigentlich weg sein, ist sie aber nicht. Kein erreichbarer Mitarbeiterbereich. Ich habe aber doch einen Mitarbeiterraum mit genügend Platz. Mitarbeiterraum groß. Dann habe ich das Spiel noch nicht verstanden. Also. Santa Stuart. Fort Court Lake. Arbeitsbereich. Fort Court Lake. Arbeitsbereich bearbeiten. Ist mit drin. Nur Mitarbeiterraum groß. Warum gehst du da nicht hin? Der
Der Mitarbeiterbereich hier hat einen hohen Bedarf. Ja, das mag sein, aber was machst du hier hinten? Soll man hier hin oder müssen wir hier auch noch einen hinbauen?